Hey Leute, heute mache ich noch ein Video zu den Free-to-Play-Playern und ich dachte, wir fangen erstmal kurz an und springen noch ein bisschen so in die Arena. Ihr seht, ich bin hier Platz 17.000 und bin zerquetscht und kriege hier 70 Ruhmpunkte die Stunde und wir gucken uns hier mal so ein paar Kämpfe an, wie die so ablaufen. Wie laufe ich? Also ich mache hier generell auf dem Account sehr wenig Arena, aber wie würde ich laufen? Ihr seht, hier meistens trifft man auf so eine Lane, also alle Damage-Dealer auf einer Reihe. Und was mir besonders hier fehlt, um quasi mit dem Account erfolgreich zu sein, ist die Succubus. Ihr seht, ich habe den Kürbis, den Werwolf, den ich als Tank benutze, den Henker und zwei Ordinary Helden. Also sind alle Level 60 oder 80. Und ihr seht, hier kommt der Proc von einer Succubus, ne, und da können meine Helden kaum mithalten. Also wir sind schon dicht dran dafür, dass wir keine Succubus haben, aber gegen Sternchen haben wir keine Chance. So. Also haben wir den ersten Kampf schon mal verloren. Werden wir auch nicht im direkten Vergleich schaffen. Die Helden waren höher. Gucken wir uns mal einen Gegner weiter hinten an, dass wir trotzdem weiter vorankommen. So. Ja, ihr seht, er hat hier seine Line aufgeteilt, hat hier unten die Assassine laufen. Und hier oben treffen wir auf den Donnergott. Der wird uns ja gleich den Proc verkassen. Wir haben keinen Druiden, aber wir haben hier oben, oh, zweimal geprockt in der Lane, noch die Succubus, die den Hauptschaden macht. Haben jetzt allerdings leider unseren Kürbis verloren, der uns doch hier einen relativen Vorteil gebracht hätte. Und treten jetzt hier an mit meinen vier Helden gegen 4 gegen 3 und dadurch, dass da drüben aber ein relativer Damage-Vorsprung herrscht und wir, wie gesagt, keine Succubus haben, wird das Ganze relativ knapp werden. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ne? Wir haben leider den Kürbis verloren. Mit dem Kürbis hätten wir eine reale Chance, dagegen vorzugehen. Und ihr habt gesehen, wie schön der Stun von dem Donnergott mein Team aufgehalten hat. Ja. Ne, die werden wir nicht mehr einholen. Da haben wir drei Damage-Dealer und unsere Ordinary Helden sind hier gerade mal auch Level 60. Schade, der dritte Fehlversuch. Dann versuchen wir es hier beim dritten Mal und gucken, was uns hier erwartet. Lassen wir oben wieder alle in einer Lane laufen. Oh, da treffen die beiden aufeinander. Und ihr seht, hier im vorderen Feld haben wir dann gleich den Ninja kommen. Der trifft natürlich immer zuerst auf den Kürbis, was nicht ideal ist. Jetzt ist der Kürbis lebt noch, hat uns den Proc gebracht. Wir hatten da auch einen Kürbis, haben da den Stun gerade gesehen. Und haben hier aber das Duell, denn im 1:1 werden wir hier gewinnen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, ob wir den Schrein downhauen in den 2,5 Minuten. Aber das sollte kein Problem sein. Wir sehen, wir haben den Tank verloren und den Kürbis, aber unsere beiden Fernkämpfer haben überlebt und der Henker. Und damit sollten wir den Schrein noch relativ zügig downgehauen kriegen. Ja, ihr seht, die Arena ist auf dem Bereich, wo man im Free-to-Play-Bereich unterwegs ist, nicht so spannend. Hier fehlt ein bisschen die Dynamik und die Geschwindigkeit. Und die Kämpfe werden hier unten eigentlich mit einer Succubus entschieden oder könnte man damit relativ einfach entscheiden. Wenn ich ein bisschen farmen würde, mit einer Succubus zusammenfahren würde, würde ich die auf einer Lane laufen lassen. Die anderen würde ich als Blocker benutzen und die Succubus würde den Schrein alleine relativ zügig durch ihren Skill, der ja prozentual das Leben absieht, downhauen. So, und jetzt haben wir immerhin den dritten Kampf denn auch gewonnen und sind auf Platz 8000 hochgesprungen und kriegen jetzt schon 80 Ruhmpunkte die Stunde. So, dann machen wir uns mal an den nächsten Kampf. Packen wir wieder alles auf eine Lane und gucken mal. Oh, da treffen wir wieder auf eine. Und das wird sehr böse. Der spielt hier diese Kombination aus Ninja und Assassine, die extrem Burst Damage machen. Und da werden wir jetzt im direkten Vergleich sehen, dass da eben sehr viel Schaden rausgehauen wird. Plus der Stun von dem Donnergott. Da haben wir keine Chance gegenzuhalten. Nur noch eine Succubus dabei. Werden wir nicht schlagen können. Jetzt versuchen wir hier nochmal Platz 8000. Starten wir vielleicht mal zur Abwechslung hier unten. Ist lustig. Vermutlich hat der Spieler vergessen, seine Helden hier in die Verteidigung aufzustellen. Oh, da werde ich auch gleich mal gucken, ob ich da überhaupt meine Helden aufgestellt habe.
So geht es ja, wenn man nämlich immer nur Arena macht, dann achtet man gar nicht mehr auf die Verteidigung und dann haben wir diesen tollen Fall, dass er hier nur einen hält. Da kann auch sein, dass sich der Spieler absichtlich zurückhauen lässt, damit er dann viele Kämpfe in Folge gewinnen kann. Na gut, wir sind jetzt auf Platz 8000, haben 2 von 5 Kämpfen gewonnen. Springen hier nochmal in die Verteidigung rein. Tja, und da seht ihr, dass die Verteidigung die ganze Zeit nur mit 3 Helden besetzt war. Das passiert dann mal, wenn man nicht darauf achtet. Haben wir erstmal vervollständigt. Konfiguration erfolgreich, alles klar. So, aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, sind hier die Dungeons. Und ihr seht, ich habe hier noch nicht viel Dungeons gemacht, aber ich zeige euch hier mal die Dungeons, die man farmen kann. Der erste Dungeon, der 2 Splitter bringt. Wo ist der beste Spawnpunkt? Ich habe damals, als ich angefangen habe mit Cache Clash, einfach meine Helden hier unten gedroppt und habe die hier hochlaufen lassen. Ich benutze jetzt hier mal die Greifen. Eigentlich versucht man relativ ohne Truppen zu raiden, weil die immer ein unbekannter Faktor sind. Mal hat man welche, mal hat man keine. Und man will eigentlich so ein Dungeon ohne Greifen schaffen. Aber wir wollen jetzt einfach mal, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, hier die Greifen einsetzen. Später müssen wir eh Greifen einsetzen, da ich keinen Druiden habe, da mir die Heilung fehlt. Aber ich denke, der Dungeon ist für alle relativ klar, wie man da rangeht. Hier unten droppen die Helden, laufen hoch. Es sollte kein Problem sein. Schafft man auch am ersten Tag, wo man anfängt zu spielen, da bereits durchzukommen. So, dann springen wir hier zum zweiten Dungeon, wo es schon 3 Splitter gibt. Ihr seht, wir haben hier 3 Helden, 3 Heerlager. Der gefährlichste Held ist immer der Executioner. Und wenn man keine AOE-Charaktere hat, also starke AOE-Charaktere, bietet sich immer an, quasi bei dem stärksten Spieler anzufangen, seine Helden bei dem zu droppen. Dann kann man sicher gehen, dass alle Helden zusammen den Down hauen. Und als Free-to-Play-Player setzt man doch immer gerne auch seine Truppen ein, um das Ganze zu beschleunigen. Auch sämtlicher AOE-Schaden, der gemacht wird, kann dann die Greifen treffen. Und so nutzen die Greifen oder eben die Truppen, die man generell benutzt, das als, kann man als Miele-Schild also benutzen. Und daher macht das immer viel Sinn, die Truppen einfach auch zu droppen und die im Einsatz zu haben. So, das war der Dungeon. Jetzt springen wir in Dungeon 2 und hier haben wir den Dungeon, wo wir schon 4 Splitter kriegen. Den Dungeon 1. Ja, jetzt gucken wir uns an. Wir haben ja hier oben den Werwolf, wir haben ja den Heiler, die alle sind schon Level 54 und hier noch den Schaman. Also der gefährlichste Spot ist hier unten wieder bei der Assassine und bei dem Heerlager. Wir droppen jetzt so, dass wir die Assassine rauslocken und wenn die Assassine draußen ist, dann droppen wir die restlichen Helden, weil dann stellen wir auch sicher, dass die Assassine sofort im Fokus der Helden liegt und wir wollen die schnellstmöglich down haben, weil die den höchsten Schaden macht. Wenn dann hier das Lager im Visier ist, dann droppen wir noch unsere Truppen mit dazu. Wir sehen jetzt hier, unser Werwolf hat ganz schön Schaden gekriegt und wir müssen immer darauf achten, wenn so ein Held gepult wird, wie das Leben von unseren Helden aussieht, sollten wir immer im Auge behalten. Wir haben ja dafür hier noch den Spell Sanierung mit dabei. Den seht ihr, den müssen wir jetzt hier noch nicht droppen und kommen hier relativ gut durch. Wunderbar. So, jetzt springen wir hier zum Dungeon, wo es bereits 5 Splitter gibt. Den habe ich auch eine Zeit lang mit meinem Main-Account gefarmt. Wo ist der beste Spot, um hier zu starten? Und der ist hier oben. Hier haben wir die Assassine und einen AOE-Damage-Healer, den Panda. Da droppt man hier oben und versucht das Lager und den Panda zu droppen. Und wenn der Panda gepult ist, droppt man schnell die restlichen Helden. Dann seht ihr, kommt die Assassine. Und wenn die Assassine gepult ist, droppt man die Truppen. Man will den Panda und die Assassine schnellstmöglich down haben. Ihr seht, mein Werwolf ist hier fast tot. Und wenn er jetzt hier unten angekommen ist, haue ich hier mal die Heilung rein, weil hier werden wir noch den Executioner pullen. Und dafür wollen wir da unten volles Leben haben vom Tank. So, jetzt seht ihr, jetzt kommt der Executioner. Sehr gut, dass der Kürbis da weggelaufen ist. Der Executioner gegen den Werwolf, da wird der Werwolf wohl alt aussehen, wenn jetzt nicht die Greifen noch ihren Teil dazu beitragen. Wunderbar. Einen weiteren Heilungsspell haben wir nicht. Da hatten wir jetzt ein bisschen Pech, dass der Kürbis da weggelaufen ist. Und ihr seht, ohne ohne Druiden ist es hier hart an der Grenze. Selbst mit Truppen und selbst mit Level 80 hin könnte ich den Dungeon hier nicht farmen. Während der Dungeon zuvor relativ einfach noch ablief. So, aber haben wir auch geklärt, ohne Probleme. Und es geht mir auch darum, euch zu zeigen, wo ihr am besten eure Helden platziert, um den Dungeon zu starten und warum. So, jetzt kaufen wir noch unsere Magie wieder ein, die Sanierung.
Der günstigste und einer der wichtigsten Spells überhaupt, den könnt ihr ruhig auch ausbauen. Bei mir kostet da jetzt auf Stufe 4 4800 Gold, also eigentlich so gut wie gar nichts. Jetzt bauen wir natürlich noch unsere Greifen aus. Ach, okay, die Truppenlager waren eh noch am Produzieren. Ja, also für mich ist eben, wie gesagt, wichtig, neuerdings nicht mehr meine Truppen zurückzuhalten, um später gut raiden zu können, sondern Splitterfarmen ist momentan die zweitwichtigste Ressource im Spiel. Erfahrung gibt es genug. Früher haben die Spieler eben gesagt, ich will meine Truppen nicht in den Dungeons verbrauchen, um eben gut raiden zu können, weil früher kam die Haupterfahrung aus, also für die Helden aus den Raids. Heutzutage gibt es hier wie Monsters, da kann man einfach viel Erfahrung generieren und viel Splitter. Das heißt, die wichtigste Ressource sind die Ruhmpunkte. Die kriegt ihr über die Arena und die zweitwichtigste sind die Splitter und die kriegt ihr über die Monsterwellen und über die Dungeons. Und ihr solltet auch regelmäßig die Dungeons machen. Da gibt es dann ein hohes Einkommen an Splittern. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so am Anfang die Dungeons zeigen. Werde jetzt noch ein Video machen, wo ich die restlichen Dungeons mit meinem Main-Account vorstelle und zeige, wo die besten Spawnpunkte sind. So viel von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert vielleicht den Channel, hinterlasst mir Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder mir erklären wollt, wie was anderes funktioniert, schreibt mir das einfach. Ich bin da immer gerne bereit, was Neues von euch zu lernen. Da fällt mir auch noch gerade ein, ich habe im letzten Free-to-Play-Video gesagt, dass der Druide die Helden im Fokus hat. Musste mich da auch eines Besseren belehren lassen, dass es nur eine Scheinbeobachtung war von mir. Und zwar halt der Druide, wie er auch im Text steht, die Helden oder Truppen mit der niedrigsten LP. Warum ich den Eindruck hatte, dass immer zuerst die Helden bevorzugt werden, liegt einfach daran, dass die Truppen meistens mit einem Hit umkippen. Das heißt, die Helden sind meistens die, die prozentual am wenigsten Leben haben, weil die Truppen mit einem Schlag tot sind. Wie gesagt, muss ich revidieren. Er heilt auch Truppen, wenn sie prozentual weniger Leben haben. Das kam ihm, war eben eine fehlerhafte Beobachtung von mir. Ja, soweit zu den Free-to-Play-Videos. Grüße, euer Handit.